Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier beim Endzeit-Rollenspiel bei Fallout New Vegas. Ich lese jetzt ein Magazin, weil es so schön ist, nämlich Der moderne Arzt. Und jetzt rede ich nochmal hier mit der guten Christine, dein Part. Christine, Herr Wetterbrauer! Sehr gut. So, Medizin, diese Narben im Gesicht stammen nicht vom Autodog. Die Narben am Hals allerdings schon. Erfolg, sie nickt. Also legt ihr die Hand auf die Kehle und drückt Nase zu. Anscheinend zeigt sie auf ihr, zeigt sie auf sie. Ich kann ihre Stimme nicht wiederherstellen. Dazu bräuchten wir einen echten Autodog. Sie zittert leicht und schnell den Kopf. Jetzt das, weil ich das sag. Wisst ihr, die Einzahler bleiben übelst lang. Wie? Was? Wieso haben sie sie kahl rasiert? Christine schaut sie leer an, sie berührt ihren Kopf und lächelt, um dann den Kopf zu schütteln. Wie bitte? War das... Das war nicht der Autodog? Sie winkt und schüttelt den Kopf. Dann nickt sie in Richtung des Casinos. Das Casino hat sie rasiert, oder was? nein, warten Sie, das will ich jetzt nicht wissen. Ach, das will ich jetzt wissen. Sie waren schon vorher so? Sie nickt verzweifelt und macht dreimal einen Kreis mit den Händen. Und dann da haben wie die so flattert. Also, sie hat meine Hände, was ich tut so, als ob sie etwas schreiben würde. SB? Selbstbedienung. Ah, SB, das hat die geschrieben. Sie waren ein Gelehrter der stählernen Brüderschaft. Mensch, mir auch. Oder nimm mal Intelligenz 7. Augenblick, das ist ein Symbol der stählernen Brüderschaft. Ja, das nehmen wir. Das kommt doch selber raus, oder? Sie sieht, sie nickt und sieht beeindruckt aus. Ey, Buddy! Wie zum Teufel sind Sie hergekommen? Haben Sie nach etwas gesucht? Haben Sie Forschungen? Wie zum Teufel sind Sie hergekommen? Sie zuckt ihre Schulter, zeigt auf Sie und zuckt wieder die Schulter. Ah, keine Ahnung. Hab gesoffen. Wo waren Sie davor? Sie bewegt den Finger in einen großen Kreis und hebt die Hand über die Augen. In der Bar also. Sie haben etwas gesucht, Sie haben nach jemandem gesucht, wo auch immer Sie waren, das war ganz schön knapp. Das ganze Getue macht mich noch wahnsinnig. Ich habe noch andere Fragen. Auf Wiedersehen. Sie haben etwas gesucht. Sie schüttelt den Kopf und deutet mit zwei Fingern eine Gehbewegung an. Die war bestimmt Scout, Mensch. Sie waren froh. Sie haben nach jemandem gesucht. Sie legt neben den Finger. Nach einen. Ja, ist ja gut. Was raten wir jetzt? Ich tippe auf den Roboter. Die hat bestimmt den hier Mr. Fisto gesucht. Ja, so sieht's aus. Sie schüttelt den Kopf und bewegt seine beschlossene Faust in die Höhe ihrer Brust und haut ab. Ne, auf und ab. Aha. Okay. Also jemand, der noch lebt. Eine Frau. Sie schüttelt den Kopf, fällt aber in. Dann winkelt sie den Kopf gekümmelt an. Sie scheint kurz in ihren Gedanken verloren zu sein. Sie schaut sie ertappt gleich an, da ein wenig, aber es wirkt hart. Dann schüttelt sie einmal langsam den Kopf. Mann! Sie nickt, sie deutet mit den Händen an, dass sie ihren Kiefer runterzieht. Dann regt sie ihr festgeballte Hände zum Himmel. Ein wütender, bärtiger Mann. Sie zeigt auf ihren Pip-Boy. Was mein Pip-Boy war das? Komisches Wort. Das ist ja eklig. Das ist einfach ein Pip-Boy. Sie waren auf der Suche nach einem Mann in der Vault. Sie waren auf der Suche nach einem Vault-Boy. Elijah, der Mann mit dem Pip-Boy-Holoband. Sie nickt, sie besorgt, dass sie in die Schläfe ein paar Ideen daraus. Jemand Kluges. Sie nickt, macht einen Kreis zum Ohr. Jemand mit Kopfhörern. Und Wahnsinniges? Sie nickt doch ein bisschen Stirn. Wie kommt man denn von sowas auf wahnsinnig? Ne. Ach so. So, Sprache 50 hört sich an, als ob es ihnen ganz schön wichtig ist, diese Person zu finden. Sie rundet sich schon, hebt zwei Finger und lässt sie nebeneinander hergehen. Dann schaut sie ihr Blick an und ihre Mini wird gezogen. Wird zornig. Zornig. Dann lässt sie alle ihre Hände herab und trennt die beiden Finger damit voneinander. Ich verstehe nicht. Ich auch nicht. Hat sie von jemandem getrennt? Sie liegt! Super. Familie, Ehemann? Sie holen sich schon aus den Kopf und dann stellt der Ehemann mein Heftiger. Das ist richtig angenehm, mit der zu reden. Ja, Wahnsinn, ne? Freund? Sie stellt den Kopf. Frau? Sie stellt den Kopf, aber lässt dabei eine Seite zur anderen rollen. Was denn nun? Oh, Freundin! Sie überlegt und winkt dann. Aber erstmal überlegen, wink ich oder lass ich's? Sie waren mehr als Freundinnen. Liebhaber? Also, ist es. Hä? Sie nickt und schaut leicht überrascht an. Ja. Was? Sie glauben, ich verstehe nicht, was Liebe ist. Sauerei. Sie hebt die Brauen und schaut sie an.
Ich verstehe, wie wichtig es sein kann, jemanden zu haben, den man liebt. Wie auch immer, Liebe ist vergänglich oder endet im Kugelhagel. Das ist immer optimistisch. Ja, okay. Der Niklas hat Muster, sich anscheinend wieder einstretchen zu holen. Nach einem kurzen Moment eine langsame Kreisbewegung und tippt dann auf das Handgelenk. Ich habe nur andere Fragen. Ich war gerade in Gedanken. Sie runzelt die Stirn und legt dann eine Hand ans Ohr. Es wäre einfach so super, wenn sie einmal mit den Fingern schnippen für ja, das machen wir jetzt einfach mal. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das Arztmagazin zu lesen jetzt so viel gebracht hat. Naja. Ah, zumindest die IP. Gibt Schlimmeres. Wir haben nicht genug Wahrnehmung. Eddie, wo bist du? Ich habe noch andere Fragen. Sie sieht verzweifelt aus und deutet mit ihrer Hand vor sich einen Kreis an. Wissen Sie, wie man hier rauskommt? Scheiße, jetzt geht es wieder mit dem Scrollen nicht. Muss so? Och, nee. Doch, musst bloß richtig erwischen. Ah, okay. Wann wir nehmen das hier mit Intelligenz 7. Können Sie sich nicht... Intelligenz? Intelligenz? Christine runzelt die Stirn, hält inne und fährt mit den Finger über einen Narben an ihren Kopf. Anschließend scheint sie anzudeuten, dass sie einen Stift in die Hand nimmt, etwas zu schreiben versucht, doch dann schüttelt sie den Kopf. Hatte was mit dem Eingriff zu tun. Aha, bekloppt, oder? Ja, so siehst du aus. Sie hält inne und zeichnet dann die gezackte Symbol Elektrizität in die Luft. Danach, sie behält einen Gesichtsausdruck kurz bei, blinzelt dann und schaut sich um. Sie schaut ihre Hände, schüttelt sie und lässt irgendwas. Medizin, das ist eine spezielle Form der Gehirnchirurgie, mittels Elektroden, vor Krieg. Sie nickt langsam, tut dann so, als ob sie tippen würde, zeichnet XE, streicht in die Luft und, lest du das mal wieder. Ja, aber dann versteht's ja auch keiner. Sie können immer noch Berechnungen durchführen. Sie nickt. Sie nickt. Ich habe noch andere Fragen. Sie runzelt die Stirn. Wissen Sie, wie man hier rauskommt? Jetzt geht es wieder mit dem Scrollen. Wissen Sie, wozu diese Maschinen überall in der Villa gedacht sind? Welchen Waffen? Ich finde, wir sollten zusammenreisen, damit das Gerede jetzt mal ein Ende hat. Signalinterferenzen geben. Dies extra erlaubt Ihnen, sich kurz in der Nähe eines Lautsprechers aufzuhalten, bevor Sie Ihre Sprengstoffhalsband aktiviert und verlängert auch die Zeit, die Sie haben, bevor das Sprengstoffhalsband explodiert, um 50%. Ja, das sind aber alles ganz gute, nützliche Eigenschaften, die die Leute haben. So, ich glaube, was war denn das vom Doc? Doc war einfach bloß blöd und hat viel gequatscht. Okay, ja. So, warte, wo Klinik? Nee, wir müssen nach... Guck da einfach auf die Map. Ich gehe hier einfach mal lang. Ja, das klingt sehr plötzlich. Weil wir müssen bestimmt wieder dorthin, wo wir hergekommen sind. Ja, wir waren halt ja quasi schon dort, weil der Elijah hat uns ja schon angebrabbelt. Genau. Das war im Prinzip dort die Stelle, wo wir den Schlüssel gefunden haben. Ayo, sagt er. Huch. So, wir dürften jetzt auch kaum noch Gegner sein. Ist es jetzt hier? Mal kurz gucken, nee. Da oben, muss noch eins weiter. Da oben war's. In Puesta de Sol Schaltstation. Aber, denke aber wir dran, hatten den Servicegang nur aufgemacht. Du kannst jetzt nicht mehr durch die Wolken. Die Service-Route hat man aufgemacht. Na, vielleicht kommst du damit schneller durch. Da können wir uns zumindest mal umgucken, wenn wir nur eh mal hier sind. Das hat nur die Forms nicht gemacht. Weil du gesagt hast, du bist hier falsch. Siehst du? Jetzt haben wir wieder was aufgeschlossen. Ah, hier sind wir hinter der Tür gelandet. Ah, ja, die hat mich auch ein bisschen zur Verzweiflung getrieben. Was gibt's denn da? Ein Schachbrett. Scheiße, ich wollte eigentlich nur die Chips mitnehmen. Ja, ein Schachbrett schade nie, lieber Robert. Aber so richtig gelohnt hat sich das nicht, oder? Nicht wirklich, nee. Hinsetzen, Bank. Toll. Was ist das? Der Bauhelm. Im Moment, setz mal auf. Mach mal. Oder lügst du etwa? Jawohl, mein Meister, mein Regulator. Kleidung, setzen wir mal einen Bauhelm auf. Hier, sexy Hexi. Auf jeden Fall. Aber das liegt doch ein bisschen an unserem Charakter, der ist schon geil. Ich setze mal wieder den Helm auf, weil der hat zumindest noch irgendeinen Effekt. Wo ist denn der jetzt? Der ist kaputt, oder? Nee, ist er nicht. Vielleicht irgendwo beim... Du kannst ja noch scrollen. Ich kann nicht scrollen. Gut, der hat auch nicht mehr Effekt. Alter, das gibt's doch nicht, dass du hier irgendwie so viele verschlossene Dinger hast, dann ist ja bloß ein paar Chips und so ein blöder Helm. Aber ich anscheinend auch schon. Nicht. Aber gibt's ja auch keine geheime Tür oder so. Naja, wir halten uns jetzt hier nicht ewig ist auf, machen wir einfach weiter. Ja, ich hatte halt irgendwie gedacht, hier ein Versteck im Boden. Ah, das war nur extra verschlossen, ich verstehe es nicht. Nicht alles, was verschlossen... Oh, hier!
Aktiviere Terminal. Sonderbestellung. Okay, hier ist wieder Haufen Crap. Ja. Gut. Was ist das hier? Chips? Irgendwas Drückbares? Nein. Chip? Fusel? So. Noch mehr Bauhelme, Lackierpistole, Werkzeugkasten. Brauchen wir alles nicht. Eine Stromleiter. Aber wir können ja überall den Schlüssel verwenden, das ist gut. Huch, da stehe ich natürlich gerade ein bisschen blöd. So, müssen wir denn jetzt hin? Halt. Oh, wir sind den ganzen nicht wirklich näher gekommen, ha. Du musst irgendwie geradeaus versuchen, mal da links vorbeizukommen, vielleicht geht's damit. Nee, hier ist auch der Nähe. Ja, dann mach schnell. Schneller. Oh mein Gott. Du wirst sterben. Hey. Natürlich. So, ne, hier oben steht ja dort. Nee. Na, dort musst du hin, oder? Ja, stimmt. Stimmt, da oben war immer, wo dann der losgelabert hat. Hier, Schaltstation. So, lad fertig. Ja, die kann ja auch atmen. So, wollen wir mit der reden? Oder auch nicht? Wunderkleber, Klebeband, so. Oh, was haben wir denn hier? Oh, das ist ein Serverschrank hier. Oder was auch immer. Naja, na dann. Okay, reparieren Sie den Schaltkasten, um Zugang zum Rest der Schaltstation zu bekommen. Who the fuck ist der Schaltkasten? Also mehrere, drei gleich. Was, wer ist der Schaltkasten? Na, wo? Ist auch nicht. Wo? Na, dann ist es auch nicht who. Nee, wer ist der Schaltkasten? Also hä? Wo? Was? Auf Englisch! Du hast gefragt, who the fuck ist der Schaltkasten? Nee, where? Nee. Ach, sei ruhig. Wir haben es auf Band, lieber Robert. Gepiept's. Ich merke gerade, ich habe keinen Ton. Echt nicht? Nee, Rippen, aber ist egal. Erstmal. Wenn du Ton hast, ist okay. So, ich sehe gerade nicht das Piepen hier. Christines Gegenfrequenz pop. Irgendwo piept's. So, jetzt schauen wir erstmal kurz hier, was ich alles reparieren muss. Bei dir im Kopf piept's. Also das Ding hier. Ganz gewaltig. Wie kann ich denn das reparieren? Verstehe das nicht. Ah. Der Schaltkreisunterbrecher sieht aus, als wäre er irgendwann provisorisch geflickt worden. Jetzt muss er aber erstmal repariert werden. Den Schaltkreisunterbrecher in Ruhe lassen. Provisorisch zusammenflicken. Mit diesem Teil den Schaltkreisunterbrecher reparieren. Gegenstand benötigt. Sie brauchen eine Sicherung. Einen elektrischen Leiter und etwas Klebeband. Oh Gott, eine Sicherung habe ich gefunden. Klebeband habe ich auch, jetzt brauche ich bloß einen elektrischen Leiter. Scheiße. Haben vor uns Haufen Stuff weggeworfen. Stromleiter habe ich, nehme ich gleich noch einen mit. Scheiße, zum Überlasten. Na gut, den Crap werden wir gleich wieder los. Ich Klebeband nehme ich auch mit. Klebeband schadet nie. Wenn man es nicht mit Klebeband reparieren kann, kann man es nicht reparieren. Mit diesen Teilen reparieren. Du hättest auch einfach. Ich brauche eine 60, Sicherung, oder? Einen elektrischen Leiter und Klebeband. Aber das ist ja wieder plus provisorisch, wenn es ja richtig reparieren. Ah, ich habe doch jetzt alles. Hast du auch eine Sicherung? Ja, die habe ich aus dem Kasten raus. Aber du hast keinen elektrischen Leiter. Doch. Nee, ach nee, Stromleiter. Das ist ein Unterschied in Fallout. Ach nee. Ja, liegt hier nicht alles in der Gegend rum? Stromleiter, tatsächlich. Gewicht, hau die mal weg, 10. 10. Speisezusatz. Achso, das ist Aufgabengegenstand. Bietet ja auch nichts, also von daher macht ja nichts gut. So. Huh. Da liegt hier noch irgendwas rum, du hast aber bis jetzt alles hier gefunden, oder? Ja, ne, ich schau mal. Gleich hier so drin. Das alten Teil Tarantin-Sensor. Ja, ignoriert das Piepen. Da unten, da habe ich es gesehen, da. Ne, das ist Elektroschlarott, das ist ja auch nichts Rischer. Elektroschlarott. Hast du mal aus Frust was gesoffen hier? Roberts neue Definition von Frustsaufen. Siehst du irgendwo den Lautsprecher? Nein. Fuck ey. Oh, jetzt müssen wir ja echt noch rumlaufen und diese. Achso, das Bleisch. Wenn du es provisorisch reparierst, passiert, wo geht's mir nicht, oder was? Weiß ich nicht. Kannst du probieren? Provisorisch zusammenflicken ist zu niedrig. Na okay, in dem Fall brauchen wir so oder so einen elektrischen Leiter. Da hilft jetzt alles mal hier durch die Tür. Erfordert Schlüssel, natürlich. Haben wir vielleicht irgendein Magazin für reparieren? Das weiß ich jetzt nicht. Müsstest du mal gucken.
Kritische Treffer, dünne-rote Paste. Ach, jetzt geht es wieder mit dem Scrollen nicht. Warte, hier konnten wir es so fixen. Nee, doch nicht. Hahaha, RNK Notfallsender. Nee, haben wir nicht. Okay, dann müssen wir jetzt hier einen elektrischen Leiter finden. Das ist ja blöd. Na gut, den gehen wir jetzt mal hier wieder raus. Und suchen hier mal ein bisschen. Huch, bist denn du? So, von hier sind wir gekommen. Dann gehe ich doch jetzt einfach mal hier weiter. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Elektroschrott, Sicherung, die nehmen wir mal mit. So, Elektroschrott nützt uns nichts. Go, go, go. Scheiße. Du hast die Ruhe weg. Huh. Ja, du hast die Ruhe weg. Na, da kommst du jetzt nicht mehr zurück ohne Stimpak. Fress ich halt was. Haben wir einen Haufen dünne rote Paste hier. Robots generelle Lösung. Fress ich halt was. Hier drin waren wir schon mal, oder? Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich hier einen elektrischen Leiter liegen lassen habe, weil ich nehme ja sowas dann nicht mit. Schrauber. Das ist doch Schwachsinn. Nee, jetzt müssen wir echt rumsuchen nach so einem blöden Leiter. Was ist das? Das sieht ja lustig aus. Absinth. Buffout. Absinth. Muss man mitnehmen. Kann man ja immer mal brauchen. Klemmbrett. Ach nee, das ist alles einer. Was hast du den hier? Ja, ja. Ja. Das ist alles einerlei. Was ist das hier unten? Psycho. Erstmal will Drogen mitnehmen. Na, warte mal, hier draußen sind ja auch noch Wegpunkte. Vielleicht können wir die erstmal abgrasen. Ich weiß nicht, wollen wir die Folge noch 2-3 Minuten länger machen? Ja, so zwecks Dialog und na, so weiter? Genau. So. Gott. Oh je. Ah, hier müssen wir hoch. Das Ding auf jeden Fall. Warum? Weil dort hier auch sowas ist. Okay. Dann können wir vielleicht doch erstmal die anderen abgrasen und machen wir halt das zuletzt hier oben. Ja. Muss ich halt bloß gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Warte mal, das Terminal. Das war nur, das Dialog. Halt. Ah, hier warst du wirklich schon mal drin. Ha? Mhm. Von wo sind wir denn jetzt reingekommen? Von hier? Ja. Huch, Ödländer. Er hat aber leider auch nichts Vernünftiges dabei. So, ich mach mal F5. No? Hat sie jetzt gespeichert? Ich glaube ja, schon, schnell ja. Speichern, okay. Okay. Ja, dann rechts versuchen wir schnell durchzukommen. Okay, hier müssen wir jetzt nochmal durch. Oder du. Na, okay. Verflixt und zugenäht, wo gibt's denn so einen blöden elektrischen Leiter? Das ja, kann doch nicht daran hier, jetzt scheitern. Scheiße, jetzt müssen wir durch Haufen so eine giftigen Wolken. Versuchen wir irgendwo aufs Dach zu kommen. Ja. Mal sehen, wir müssen ja eh irgendwie dort vorne wieder auf das Dach. Oder irgendwie hoch oder Gedöns. Alles ist besser mit Gedöns. Ja, ansonsten wechselst du halt nochmal ins Gebiet und. Das ist wieder die Service-Route. Ob du da vielleicht was findest. Die Service-Route ist, glaube ich, so eine Art Abkürzung hier unten. Scheint ganz so, ja. So. Boah, das. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Was ist denn los? Vielleicht will die uns was sagen. Das hatten wir nun schon. Nicht so aus. Nee. Nein. Auf Wiedersehen. Ah, das ist wenigstens eine, die ihr nicht die ganze Zeit in das Ohr hier, abkauft. Das können wir mal aufmachen. Da jetzt eine Leiter, ein Leiter drin ist. Na, schade. So. Ach, Mensch. Gut, das haben wir wieder hier. Wenn man vorher wüsste, dass man so einen Krempel braucht, würde man da einpacken, ne? Ja, das stimmt. Aber sonst lässt man das ganze Geschmeiß erstmal liegen. So, jetzt muss man mal gucken, wo ging's denn hier hoch? Hier? Ein Café, glaube ich. Nee, das war woanders. Das war ja in dem Gebiet ach hier so. Vom. Na gut, hier habe ich gerade irgendwie das Gefühl, dass ich im Kreis gelaufen bin. Ja. Da müssen wir doch mal hinter. Es rächt mich halt, oft, dass ich immer durch diese blöde Wolke muss. Soll ich hier hoch? Ah, hier ging's hoch. Naja gut, liebe Freunde, ne? Ja, wir machen jetzt erstmal hier einen Cut. Wir bleiben jetzt erstmal hier stehen. Hier sieht es relativ schön und gemütlich aus. Das Schachbrett liegt. Wir schauen mal, dass wir in der nächsten Folge einen elektrischen Leiter finden können. Und bis dahin habt mal ganz viel Spaß und freut euch eures Lebens. Macht's gut. Tschüss.